Willkommen zum Let's Play German Wing Simulator 2015. Aber jetzt eine kurze Unterbrechung, und zwar Mr. Boss Billionär klärt über die Wahrheit des German Wings Absturzes auf und Too Swag wurde beim Drugstaken erwischt. Hier die News. Jetzt Young Billionär zugeschaltet live für uns. Mr. Young Billionär, warum ist das Flugzeug abgestürzt? Da hat der Pilot wohl einen Höhenflug gehabt, aber die Alpen haben dann schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbefördert. Hab gehört, unter den Toten 150. Ach schade, warum nicht 200? Wäre eine glatte Zahl gewesen, aber... Okay, danke. Und was ist mit den Passagieren passiert? Gab es irgendwelche Bitches an Bord? Wir haben schon ein paar geile Bitches bei. Wir waren ziemlich heiß. Natürlich nicht so heiß wie am Ende, als das Flugzeug dann gebrannt hat. Dann waren wir natürlich am heißesten. Aber was wirklich traurig ist, die waren bestimmt noch jungfräulich. Man hätte der Boss natürlich gerne mit seinen Kolben reinpoliert am Flughafen. Damit würde es okay, vielen Dank, Mr. Boss Billionär. Wie uns gerade zu Ohren gekommen ist, hat die Lufthansa Bilder von den Opfern auf ihrer Twitter-Page veröffentlicht. Wie man hier auch direkt sehen kann, auf dem Profilbild steht in tiefster Trauer, wir trauern mit, denn so ein Privatjet kostet über die 100 Millionen. Wir hoffen natürlich genauso wie die Lufthansa, dass noch eine Garantie bzw. der Jet versichert war, damit der finanzielle Schaden nicht zu hoch ist. Denn ein Image-Schaden ist natürlich auch mit am Start. Wie man heute beobachten konnte, ist die Axt hier von der Lufthansa stärker gestürzt als das German Wings Flugzeug. Aber es besteht noch Hoffnung für die Opfer des German Wings Flugs, denn vielleicht werden sie wieder aufstehen von den Toten wie Medikamenten Manfred. Medikament, Manfred, lebende Legende. Dachtet, ich bin tot, das ist noch lange nicht das Ende. Bin noch viel zu jung, um von der Erde hier zu gehen. Ihr könnt mich weiter haten, doch ich werde hier zu stehen. Moneyboys Website wurde nicht gehackt. Aufgrund der großen Aufmerksamkeit wurden die Server überlastet und sie brachen zusammen, wie Moneyboy heute auf Twitter bekannt gab. Moneyboy hat in den letzten Tagen sehr viel Aufmerksamkeit von großen Medienunternehmen bekommen wie Focus Online oder der Huffington Post. Aber jetzt zu wichtigeren News. Kendrick Lamar, der neue US-Newcomer aus dem Web-Game, hat ein freshes, nices Konzert gegeben auf einem motherfucking Truck in der Hood. Er ist durch die Hood gedrived auf einem Truck und hat fresh Lines gesplittet. Fresche Aktion. Props an Kendrick Lamar. Swag. Aber jetzt zum wichtigsten Ereignis des Jahres. Es ist ein Video vom Superstar Too Swag aufgetaucht, in dem er zugab, einen Dude gemurkt zu haben für Kokain. Was geht Too Swag hier? Ich habe mir gerade Kokain gekauft. Leider ist die Sache ein bisschen schief gegangen. Ich habe einen Dude ermurken müssen. Und naja, was soll's. Anschließend hat er das Kokain geschaut und getaggt.